Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage. Im letzten Part haben wir gesehen, wie Bassim seine Ausbildung begonnen hat. Und nun mit Schwert und Dolch ausgerüstet geht's weiter zum Übungsgelände. Aber erstmal schnacken wir mit Wie dir. kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Weißt du nicht mehr, wie Alles man ein klar. Messer benutzt? Doch, Satiki, ich werde es dir beweisen. Bei Allah, ein guter Wurf. Na? Beeindruckt? Du hast mich dazu gebracht, mehr zu üben. Das ist der richtige Weg, Satiki. Bis später. Übung macht den Meister. Und wir sollten definitiv auch zusehen, dass wir aufs Übungsgelände kommen. Denn uns fehlt noch die Einweisung in das Schwert und in den Todessprung. Alleine schon, dass das hier so ein Tal ist, ist total cool. Friede sei mit dir, Sadiki. Friede sei auch mit dir. Hat Fulat dich geschickt? Nein, hat er nicht. Du hilfst also nicht bei diesen Felsen? Ich bin sicher, du meinst einen anderen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich habe keine Zeit. Ich muss das Problem hier lösen. Dann will ich nicht stören. Tut mir leid, aber ich muss zum Übungsgelände. Friede sei mit dir, Sayidi. Friede sei auch mit dir. Ich war vorhin in den Bergen unterwegs und der Anblick der Festung Alamut erfüllte mich mit Ehrfurcht. Mentor Raihan gebot uns, die Adlerhorste in den Gipfeln dieser Berge zum Vorbild zu nehmen. Ich erkenne den Einfluss. Frohes Schaffen. Allah sei mit dir. Und mit dir. Ja, das hat schon was Gutes, die Architektur der Natur zu benutzen. Oh, bloß nicht runterfallen. Das ist ein bisschen höher als die Häuserdächer der Straßen, in der du als Meisterdieb unterwegs warst. Duell. Gute Arbeit. Bis morgen. Bassim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rivka mir das gab. Ist dein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Alles klar. Gut. Ja. Ausgezeichnet. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut ab. Und los! Alles klar. Genauso! Einmal mit etwas mehr Kraft, ja? Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren. Okay. Ja! Ja, das Zeitfenster ist nicht groß. Das ist gut. Ja,
Ausgezeichnet! Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Gute Arbeit. Ja, genau so. Ich muss sogar meine Ausdauer im Blick behalten. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Alles klar. Das hat mich überrascht. Nicht schlecht. Oh, das war auch überraschend, Meisterin. Keine Ausdauer mehr. Deine Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angreifen verbraucht. Hast du keine Ausdauer, kannst du nicht mehr ausweichen. Ausdauer füllt sich mit der Zeit oder durch erfolgreiches Parieren wieder auf. Okay. Dann muss es aber auch ein parierbarer Schlag sein. Oh, jetzt trickst du mich aber ganz schön aus. Nimm das! Wo kam das denn her? Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Ahmad wird bald zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Natürlich. Kann ich dich brechen? Das weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet. Dann beginnen wir dort. Danke. Komm, Nur. Folge mir.
Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich gibt. Was wollen sie? Sie wollen Bagdad beherrschen. Sie wollen Macht. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Eindringlinge. Zu dieser späten Stunde. Ganz leise, Basim. Oh, verstecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Wir nähern uns ihrem Lager. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Bereithalten! Hört auf, so viel Lärm zu machen. Ich weiß nicht, ob die Überraschung auf eurer Seite ist. Hallo, mein Freund. Schlaf gut. Ach, jetzt. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Wir warten auf den richtigen Augenblick. Ich habe eine Idee. Der ist für dich. Sehr gut. Mach kein Geräusch. Werde ich nicht. Doch, er kommt. Ich wollte schon sagen. Ich gehe lieber zurück. Was? Nein? Naja, lieber sicher als tot. So. Ja, sei keine Gnade! Tu ich nicht. Ihr elenden Eindringlinge. Anders als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali.
Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg. Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Also die Einleitung war schon cool. Und er ist älter geworden. Ist die Frage, wie viel Zeit vergangen ist, ne? So, Fähigkeiten, das ist neu. Okay, was können wir denn? Fähigkeiten, ja. Wenn ich Punkte habe, kann ich ausgeben. Das ist Treten. Die haben wir noch nicht, ne? Das sind die ersten Fähigkeiten, die wir kaufen können. Okay. Fährtensucher. Enkidus Blick enthüllt Schlüssel und hebt Gelegenheiten wie Truhen mit einem Leuchten hervor. Okay. Dann haben wir automatisches Einsammeln. Oh, das ist natürlich gut. Das Plündern, ne? Oh, Treten, das wäre... Ja, finde ich schon fast gut, aber ich glaube... Nee, ich nehme erst das Treten, komm. Wunderbar. Nach einer Parade treten oder töten. Können wir sogar zurücksetzen. Das ist natürlich immer cool. So, Kodex. Was haben wir hier? Nur. Genau. Unser Freund. Okay. Und Tutorials, ja. Schleichen und sowas, Kampfgrundlagen, Fähigkeitspunkte. Kann man sich alles, wenn man möchte, nochmal durchlesen. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen hier. Schatten, Trickser und Jäger. Falke, eine Spinne und ein Skorpion. Aber auch cool, so als Tattoo mit diesen Schrift drinne. Und dieser, so wie sie gestaltet sind, ist irgendwie cool. Inventar. Verkleidung. Dürfen wir noch nicht. Gut. Ach, Wahnsinn. Hier hat er meditiert. Na, beherrscht er jetzt den Todessprung? Tatsache. Das wäre aber nochmal cool, wenn man gesehen hätte... Ja, genau, so habe ich es gemacht. Wenn man gesehen hätte, wie das erste Mal... Wie das erste Mal gemacht hat. Ich muss zu Al-Hassan. Er erwartet mich. Na dann, lassen wir nicht lange warten.
Friede sei mit dir, Rivka. Friede sei auch mit dir. Welch zäher, langweiliger Tag. Hast du nicht gehört, dass ich zur Einführung berufen wurde? Oh, wir nehmen inzwischen wirklich jeden auf. Was hat das denn zu bedeuten? Entspann dich. Mir ist schon klar, dass das heute dein großer Tag ist. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Ach, wolltest du mich auf den Arm nehmen, Rivka? Mhm, so, so. Du bist also für Scherze aufgelegt. El-Hassan. Wieder falsch, ich bin Abu Jafar. Verzeih bitte. Was liest du da? Die Werke einer Dichterin namens Arib al-Mamunia. Tabit war so nett, sie mir zu leihen. Ich kann ihre Kunst nur empfehlen, wenn du mich jetzt entschuldigst. Natürlich. Lies nur in Ruhe weiter. Ja, wenn ihr alle Zwillinge seid. Bruder El-Hassan auf. Du erinnerst dich doch, wer er ist. Er sieht genauso aus wie du. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Tag? Es ist seltsam, El-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Zwillinge, eingewickeltes Paket. Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle. Guten Tag, Tabit. Womit beschäftigst du dich denn da? Hast du schon mal von Iltani gehört? Eine unserer frühesten Gründerinnen. Sie tötete Alexander den Großen mit einem ausgeklügelten Gift. Ich habe versucht, es gemäß historischer Aufzeichnungen nachzuahmen. Iltani hat mich gelehrt, dass kein Feind unantastbar ist, egal wie mächtig er oder sie auch erscheint. Danke für diese Lektion. Allah beschere dir Erfolg. Ich wünschte, ich könnte einen kurzen Blick in die Höhle werfen. Und dir noch mehr Erfolg als mir. Es gibt eine Sache. Oder irgendwie so. Ach, guck mal, sie geht sogar schon zur Zeremonie, ja? Das sind so viele Details, wo man drauf achten kann. Das ist ein großer Tag für ihn. Ich wäre geehrt, riefen sie mich zur Einführung. Alle reden sie von mir. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen? Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Oh, wie cool. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Kriegen wir auch jetzt unsere verborgene Klinge? Mit dem Tribut, den wir zahlen müssen? Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir, an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben, bedeutet trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Ja, immer fokussiert, ne? Egal was kommt.
Basim ibn Ishaq. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Wir müssen uns den Finger sogar selber abschneiden. Okay. Basim ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen, Verborgener. Du bist gestorben und wurdest wiedergeboren. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Dann wollen wir. Gut gemacht. Womit schlage ich als nächstes zu? Dolch oder Schwert? Mist. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Schade, dass ich keine kleinen Dolche werfen kann. Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Basim, geht mit Fulad. Brecht sofort auf.
Asim, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelte Nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. Bagdad. Na dann, wohin führt mich mein Herz? Ja, nach so langer Zeit sind wir wieder zurück nach Hause. Basim. So, gucken wir uns doch mal die Weltkarte einfach mal an. Runde Stadt. Ja, genau, da sind die. Oh, hier kann man eine Oase. Der Winterpalast. Oh, hier hat alles angefangen, aber das ist schwarz. Also so dunkel umrandet. Bedeutet das was? Ja. Eine große Karte. So Inventar. Montur. Und Verkleidung anpassen. Keine Verkleidung. Unsere Montur. Montur des Eingeweihten von Almut. Mhm, okay. Oha, guck mal. Stille Klänge. Gegner hören 50% weniger Lärm, während Basim Attentate verübt. Die kann man sogar aufwerten. 100%. Oh, cool. Es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge, was wir hier... Oh, Monturfarbe. Talisman. Obwohl, er hat ja hier... den Talisman. Ich weiß noch gar nicht, was das für eine Bedeutung hat, woher er den hat. Eingeweihter, verborgener Rang. Ey, das ist so cool, ne? Weltfähigkeiten. Na, neue. Wir haben. Na, dann auf jeden Fall das Plündern. Ha, auf jeden Fall. Na, gucken wir uns mehr an, wenn wir soweit sind. Okay. Der Orden der Ältesten. Genau, das sind die maskierten. Ah, ich bin gespannt, wer dahinter steckt. Interagier. Codex. Die Gründung Bagdads. Wer das lesen möchte, kann gerne pausieren. Alle anderen schauen weiter. Oh, das ist so cool. Die Welt steht uns jetzt offen. Finde das Bruderschaftshaus. Und hier ist unser Kamel. Wie cool. Oh, oh, oh. Wen höre ich denn hier? Warte mal. Adlerauge. Eine Ubisoft Connect-Herausforderung ist abgeschlossen. Doch gerade eben die Klapperschlange gehört. Wo ist die denn? Egal. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Wir sind schon hoch zu Ross. Sagt man das so auch auf dem Kamel? Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Genau, solange du nicht deinen Magen oder was auch immer, können die ja machen, um solche Geräusche zu machen. Ich weiß es nicht. Wer sich mit Kamelen auskennt, ist ein Kamel, ne? Ist kein Dromedar, oder? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.